Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. So, wir sind jetzt hier kurz bevor wir unseren Gleiter kriegen. Wenn das überhaupt hier ist. Ich war mir nicht sicher, ob die schon immer so geleuchtet hat. Aber das sieht stark danach aus. Entweder kriegen wir jetzt einen Gleiter oder eben nicht. Auf jeden Fall hat das Leuchten aufgehört. Aber wir können hier beten. Du hast Herausforderungen bestanden. Du hast Herausforderungen bestanden? Heißt das nicht, du hast die Herausforderungen bestanden? Und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du hast 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich erbitte Herzen, ich erbitte Ausdauer. Lieber doch nicht. Kann ich die jetzt schon ausgeben, ohne dass der Opa mir jetzt platt macht, oder nicht? Erstmal nicht. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ich dachte, das wäre hier. Oh, das war hier. Oh, Gott sei Dank. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Okay. Warte, dann möchte ich nochmal beten. Ja, ja, überspringen bitte. Ja, ja. Ich möchte ein Herz. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja. So sei es. Ach, 4. Was? Das sind 4 Dinger weg für einen Herzcontainer. Ich hab gedacht, ich kann jetzt... Okay, das wäre ein bisschen OP, oder? Aber... Herzcontainer. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht. Erhöht die maximale Anzahl deiner Herzen. Geil. Woo. Erstmal ein 4. Herz dazu. Wie geil ist das denn? Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Mach ich. Ja, cool. Okay, also hier muss ich immer wieder hin zurück, wenn ich mein Herz oder meine Ausdauer erhöhen will. Ja, gut, das war mir schon klar, dass man entweder oder machen kann. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, bitte fall nicht runter. Gut. Aber gut. Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Aber hier oben waren wir ja schon mal. Hier können wir uns ein bisschen aus. Hier sind wir sneaky, sneaky. Sind hier ein Batman. Und hoch mit dir. Der wird wahrscheinlich genau da ganz oben sein. Und dann wird er gleich sagen, fliege die Abgrund hier hinunter. Sei frei wie ein Vogel. Sei eine Elster, ein Adler. Was auch immer du möchtest. Nicht runterfallen, danke. Uiuiui. Hoffe ich zumindest. Gib mir jetzt einen Gleiter. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen.
Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Den Tiefen unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du. Du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet.
Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Die Verbindung zum Controller wurde unterbrochen, weil die Cutscene so lange ging. Mhm. Nimm schon das Parasegel, wie versprochen. Parasegel. Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf dem vergessenen Plateau überlassen. Drücke in der Luft X, um zu gleiten. Hauptziel geschafft. Nun, du kannst von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Junge, Junge, das... Besiege Garnung, Hauptziel, neuer Zielpunkt. Zielpunkte, Impa, die Weise, neue Zielpunkte. Die Cutscene hat mich gerade richtig geflasht. Ich hatte richtig Gänsehaut, das war richtig geil. Junge, Junge. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo das Timeline-mäßig reinpasst. Ich persönlich... Nee, ich will noch keine Vermutungen machen. Aber wir können fliegen! Muss ich das gedrückt halten? Ich habe Angst, den Knopf loszulassen. Okay, ich kann loslassen dabei. Eigentlich würde ich ganz gerne nochmal zu den Truhen da hinten in diesem Sumpf. Aber ich denke, das kann man auch noch ein andermal machen. Wow! Das war knapp. Gut. Erstmal ganz kurz gucken. Aktuelle Position. Da ist Turm. Wir müssen ja irgendwo hier raus. Ist das Dorf Kakariko? Ja. Da müssen wir hin. Hier ist das Schloss. Nee, glaube ich. Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal an. Sollen wir uns da mal langsam hinbewegen? Ich schätze schon. Wir können fliegen. Wie geil ist das denn? Hui. Die Steuerung ist ein bisschen... Ja, ne, man kann sich halt nicht so krass darin bewegen, aber es geht. Es funktioniert. Boah, ist das geil. Ich denke mal, jetzt geht das Ganze erst richtig los, oder? Ist hier eventuell das mit den Sumpftruhen da? Ich glaube, da kann ich jetzt hin, aber kann man bestimmt auch noch ein andermal machen, oder? Muss er jetzt nicht jetzt machen. Und danach würden wir uns wahrscheinlich... Wir haben ja noch andere Schreine gesehen. Zum Beispiel da links hinten. Da haben wir ja auch einen Schrein gesehen, wo wir hin können. Den habe ich ja sogar noch auf der Karte markiert, glaube ich. Der grüne, der gelbe da. Da müssten wir jetzt auch hinkommen, aber da machen wir das machen wir ein andermal. Jetzt kommen wir erstmal hier runter. Wir können fliegen, wie geil. Hui. Und wir sind einer riesigen Steppe. Was ist hier? Direkt mal hier gucken, was hier ist. Ne? Jetzt haben wir erstmal ein neues Gebiet und die Cutscene ging einfach ewig. Aber die war richtig schön. Königreich Hyrule. Ja, geil. Oh, das war mal ein altes Haus. Da ist noch ein Bett. Ist hier was? Nee. Direkt mal plündern. Richtig unverschämt. Aber naja. Aber ich glaube, hier gibt es nichts Großes. Oh, das ist richtig schön. Jetzt will ich ein Pferd haben. Das wäre auch richtig schön. Oh, guck mal, da ist ein Wagen. Oh, guck mal, wie schön. Das sieht richtig schön. Ein bisschen leer, muss ich sagen. Aber naja. Ich sag mal so. Die Steppe von Hyrule, jetzt zum Beispiel bei Ocarina of Time, die war ja nicht wirklich groß und hat dadurch ziemlich viel verbunden, was das Ganze halt natürlich nicht so leer dastehen lassen hat. Was sind das denn? Kraniche? Ich will einen Kranich haben. Ob ich den kriege? Glaube ich nicht. Ich glaube, die verpissen sich vorher. Und dadurch hat das natürlich ein bisschen... Naja, war klar. Aber die hätte man abschießen können, aber ich habe keine Pfeile mehr. Schade. Hätte mal ein bisschen Geflügel gehabt. Aber naja, machst nichts. Ist aber auch egal. Aber mir findet... Ich finde, die Atmosphäre macht das einfach weg. Weil das ja auch ein kleiner Kritikpunkt. Das wird wahrscheinlich die Brücke sein von Hyrule. Aber da ist derzeit nicht schon... Und wir müssen diesen Turm finden, damit wir die Karte haben. Wo ist denn dieser Turm hier? Vielleicht da? Ist das der Turm? Oder ist das ein anderes Gebiet schon? Nee, das ist schon an... Nee. Ah, da... Nee. Doch, da müssen wir sogar hin. Nee. Das ist das Gebiet von da unten.
Okay, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Könnten wir theoretisch, aber möchte ich jetzt noch nicht. Oh, guck mal, da, was da? Sieht aus wie so eine, als ob da so ein alter Schrein oder so eine alte Kapelle war. Und das, da oben ist ein Schrein. Da. Okay. Oh, Berge steigen ist nicht so mein Hobby, muss ich sagen. Aber was ist hier? Ich möchte hier gucken, was hier ist. Hier wird doch irgendwas sein. Ah, ne, hier war auch... Was war das denn? Hier ist ein Krog. Ja. Hui, du hast mich entdeckt. Ja, einen weiteren Krogsam. Tschüssi. Hau rein. Hier. Viel Spaß damit. Kannst du wieder haben. Gut. Hui. Boah, das ist so geil. Guck mal. Ich kann einfach das hier überqueren. Ich weiß gar nicht. Da ist der Turm. Das ist hundertprozentig der Turm. Und da ist der Wald. Wir gehen noch zu dem Turm. Ja, zu Impa werden wir hundertprozentig jetzt erstmal nicht kommen. Und hier ist ein Sumpf. Nee, warte mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Doch, ich gehe richtig. Mehr oder weniger richtig. Das hier ist ein anderes Gebiet da. Sieht auch sehr sumpfig aus. Da möchte ich jetzt auch noch nicht hin. Auch wenn ich sehr neugierig bin, aber nee. Da ist auch ein Schrein. Sollen wir zu den Schreien noch eben? Schafft der Gleiter das? Ich würde gerne zu den Schreien, muss ich sagen. Gucken, ob der das schafft. Oh, ich werde ein bisschen abgetrieben vom Wind, oder? Ja, ein bisschen. Das ist ein... Hä? Was ist denn hier? Was ist das denn? Oh, ein Oktorok! Wow, 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 komm mal klar. Dieser Steinkreis da, den merke ich mir mal. Der ist... Au! Vichiriako. Vichy. Au, hey! Riako-Schrein. Den machen wir jetzt noch. Den machen wir noch. Den Schrein machen wir noch. Haben wir den Schrein schon mal clear. Wenn ich den schon aus der Ferne gesehen habe, dann kann man den auch natürlich mal eben mitnehmen, oder? Ich denke mal, da spricht nichts gegen. Gut, hier, komm. Überspringen, Cutscene. Sind wir jetzt direkt drin? Nee. Überspringen. Das haben wir jetzt oft genug gesehen. So. Bin ich mal gespannt, was wir hier kriegen. Also ich muss sagen, jetzt geht das Open-World-Feeling halt erst richtig los, ne? Was kriegen wir denn hier? Kriegen wir hier überhaupt was? Ich glaube, hier kriegen wir gar nichts, oder? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Vichiriako. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Mit Wind. Vom Winde verweht. Vom Winde verweht. Mit dem Gleiter. Das hat was mit dem Gleiter zu tun. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ui, ja. Okay, also es gibt Schreine, die uns nichts geben, außer halt diese Symbole, die wir brauchen, um zum Beispiel unsere Ausdauer oder um Herzcontainer zu finden. Okay, also mehr so Rätselschreine gibt's auch. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Also kriegen wir nicht auf jeden, bei jedem Schrein irgendwas. Aber der Schrein scheint auch sehr leicht zu sein, muss ich sagen. Da hinten ist schon richtig, da brauche ich nur ein bisschen Timing. Ich will noch ganz kurz gucken, ob es hier mehrere Kisten gibt anstatt eine. Hier komme ich wieder zurück. Aber will ich zurück? Eigentlich nicht. Wir wollen unseren Symbol haben. Das Symbol. Und weg. Boah, das war knapp. Junge, Junge. Aber wir haben es geschafft. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel, du bist der auserwählte Held. Ja, der labert wahrscheinlich immer dasselbe. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Kann das sein, dass ich jetzt nicht mehr rausgeportet werde, sondern selbstständig zurück muss und deswegen einen Rückweg gibt? Ich hoffe nicht. Zeichen der Bewährung. 1. Und ich wurde geheilt. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Das wird sie, das wird sie. Ah, Leute. Wir haben sehr viel erreicht in diesem Part. Sehr viel Geschichte. Ah doch, ich werde rausgepottet. Das ist gut. Wir haben sehr viel Geschichte erfahren. Was hier passiert ist und alles. War sehr interessant. Ohne Witz. Also die Cutscene hat mich richtig krass geflasht. Ich bin mal gespannt, was noch so auf uns zukommt. Da unten ist eine Kiste. Sollen wir uns die holen oder sollen wir die auf später verlagern? Wir verlagern die mal auf später. Was ich ganz gerne noch machen möchte in diesem Part, wäre eigentlich ganz gerne zu diesem Turm klimmen, um die Karte zu bekommen. Die hätte ich schon noch echt gerne. Muss ich sagen. Und da steht wer. Ist das ein Gegner? Nee, das sieht nicht aus wie ein Gegner.
Hier gibt es noch andere Menschen? Das Ende ist nah. Brigo. Ich habe meinen einigen unguten Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Längen. Wo bist du denn? Wo kommst du denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Naja, ist im Grunde ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Ja, das war ich. Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Ja, das war ich. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all die verlassenen Schreine zu leuchten an. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Nee, das ist die Rettung der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nicht entgeht, wenn sich da etwas tut. Welche Sache? Na, den Wächtern natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten über Hyrule, ja? Ja, habe ich gerade erfahren. Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte. Und schon entsteckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckt hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt sei es aus. Es ist ein Wunder, dass ich den Wald entkommen und mich verstecken konnte. Wie, meine Reflexe? Nein, nein. Ich mache mir da keine Illusionen. Das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Okay, danke, Brigo. Schön, dich kennengelernt zu haben. Haben wir eine schöne Nebengeschichte gehört. Hier kann ich... Nee, kochen kann ich da ja noch nicht mal. Boah, schaffen wir das? Ja, der Part ist schon wieder so lang. Wir hatten so viel Stopp. Da ist ein Bock. Kann ich den Bock reiten? Oder ist der böse und greift mich an? Ich kann bestimmt den Bock reiten, oder? Ich versuche mich mal gar mit einem Apfel in der Hand. Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe euch noch Apfel? Ja, ich habe einen Apfel. In die Hand. So. Guck mal. Nein, nicht wegrennen. Nein, guck mal, ich habe einen Apfel für dich. Guck mal, ein Apfel. Nicht für dich. Zack. Da ist der Speer kaputt. Ich habe keine Waffe. Denkt er sich. Nimm die Keule. Bockkeule. Cool. Bam. Hier, mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Geil, fette Keule. Jetzt ist das Ding weg. Och, Mann. Aber ich würde sagen, das machen wir wirklich erst im nächsten Part. Da gehen wir im nächsten Part zu dem Turm und gehen zur Impa. Oder wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Aber ich glaube, wenn wir uns erstmal alles angucken, bevor wir irgendwas anderes machen... Da ist ein Krog. Dann, sind wir noch ewig dran. Und ich denke, das ist nicht der Sinn. Aber hier ist ein Krog, den können wir uns nochmal eben mit snacken. Und dann beende ich den Part. Ich nehme halt die Krogs mit, die wir so unterwegs finden. Aber ich werde nicht jetzt vereinzelt jeden Krog suchen. Oh, das war knapp. Und ich nehme noch die ganzen Blümchen mit hier. Hier, ist das der letzte Krog? Nee, ist er noch nicht. Was ist jetzt hier? Was ist da denn? Wo ist der jetzt aufgetaucht? Da hier. Ja, hier, das ist der letzte. Bum-bum. Hallo. Ui, du hast mich entdeckt. Ein Krogsam. Dankeschön. Tschüssi. Ja, tschüssi. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet euch ein bisschen Spaß und so, ne? Auf jeden Fall, haut rein, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, haut rein. Tschüss.